Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Wie in der Figur hierunter ist der Punkt F im Innern des Parallelogramms ABCD auf seiner Diagonalen AC. Und der Punkt E ist der Schnittpunkt von BF und AD. Die Flächeninhalte der grauen Dreiecke sind: der Flächeninhalt vom Dreieck BCF ist 9 und der Flächeninhalt vom Dreieck AEF ist 1. Doppelfrage, klein a, was ergibt das Verhältnis AF auf AC? Klein b, was ergibt der Flächeninhalt vom Viereck CDEF? Die zwei grauen Dreiecke haben ihre Seiten jeweils parallel zueinander, also sind sie ähnlich. Demzufolge wissen wir, dass das Ähnlichkeitsverhältnis im Quadrat das Verhältnis zwischen den Flächeninhalten ist, das heißt 9 geteilt durch 1. Woraus wir schließen, dass CF auf AF 3 ist, also ist CF das Dreifache von AF. Der Abstand zwischen C und F ist also einmal, zweimal, dreimal der Abstand zwischen F und A. Der Abstand zwischen A und C, das ist der Abstand zwischen A und F plus der Abstand zwischen C und F. Aber der Abstand zwischen C und F, das ist dreimal der Abstand zwischen A und F. Also ist der Abstand zwischen A und C AF plus dreimal AF, das heißt viermal AF. Jetzt können wir dieses Verhältnis bestimmen. AF auf AC, das ist AF geteilt durch 4 mal AF. Wir können durch AF kürzen und somit ist das gefragte Verhältnis 1/4. Da diese zwei grauen Dreiecke ähnlich sind und da das Verhältnis zwischen AF und AC 1/4 ist, können wir daraus schließen, dass das Verhältnis zwischen FH und GH auch 1/4 sein muss, wo FH diese Höhe vom Dreieck AEF ist und GF, das ist diese Höhe vom Dreieck BCF. Daraus können wir jetzt schließen, dass GH das Vierfache von FH ist. Wir werden jetzt den Flächeninhalt von diesem Magenta-Dreieck ABE berechnen durch Basis AE mal Höhe GH geteilt durch 2, also so. Und GH kann ersetzt werden durch 4 mal FH. Diese 4 setzen wir jetzt vor den Bruchstrich, so. Und der Bruch, das ist AE mal FH geteilt durch 2. Also ist das der Flächeninhalt von dem Dreieck AEF und dieser Flächeninhalt ist 1. Also steht hier 4 mal Flächeninhalt vom Dreieck AFE, das heißt 4 mal 1, also ist der Flächeninhalt von diesem Magenta-Dreieck 4. Jetzt suchen wir den Flächeninhalt von diesem blauen Dreieck ABF. Dieser Flächeninhalt, das ist der Flächeninhalt vom Magenta-Dreieck ABE minus der Flächeninhalt von dem Dreieck AEF. Also macht das 4 minus 1, das heißt 3. Der Flächeninhalt von dem blauen Dreieck ist also 3. Und demzufolge muss der Flächeninhalt von dem Dreieck ABC diese 9 plus diese 3 sein, das heißt 12. Aber der Flächeninhalt von dem Dreieck ABC, das ist derselbe wie der Flächeninhalt von dem Dreieck ACD. Der Flächeninhalt vom Dreieck ACD ist also ebenfalls 12. Um den Flächeninhalt von dem Viereck CDEF zu finden, brauchen wir also nur von dem Flächeninhalt des Dreiecks ACD den Flächeninhalt vom Dreieck AFE abzuziehen. Also von dieser 12 ziehen wir 1 ab und finden somit 11.
Die Endantwort auf diese gestellte Frage ist also, Flächeninhalt von diesem Viereck beträgt 11.